Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte dir heute die Bearbeitung dieses Bildes zeigen. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht, ob ihr ein Vorher-Nachher-Bild sehen wollt, und deswegen gibt es das jetzt. Das Bild ist entstanden auf dem Schauinsland in der Nähe von Freiburg mit einem Feuerspucker, mit Stefan. Und ja, ihr seht, es war ziemlich dunkel an dem Tag, beziehungsweise wir waren relativ spät da oben. Das Feuer kommt sehr gut zur Geltung, aber die Bäume im Hintergrund sind dann doch sehr, sehr undeutlich zu erkennen. Und deswegen gehen wir da jetzt an die Bearbeitung mal ran. Ich habe das Ganze in Lightroom geöffnet. Ich habe hier jetzt mal die Grundeinstellungen. In dem Bild ist noch nichts verändert. Das ist genau so aus der Kamera gekommen. Kurz zu den Aufnahmedaten, ISO 1000, weil es ja doch wirklich dunkel war, 33 mm, damit ich auch noch seinen Körper mit drauf bekomme, zumindest teilweise. Blende 9, damit ich die Schärfe komplett drin habe, weil ich wollte die Bäume auch in der Schärfe haben. Und ein 1000stel Sekunde, damit ich das Feuer richtig schön so einfrieren kann quasi, also einfangen. So, was wollen wir zuerst machen? Wir wollen zuerst mal schauen, dass wir die Bäume etwas heller bekommen. Dazu ziehe ich die Belichtung nach oben. Dann haben wir hier schon die Baumstruktur wieder da. Jetzt haben wir das Problem, dass die Feuerstruktur uns ein bisschen verloren geht. Das können wir ganz einfach regeln, indem wir hier die Lichter wieder runternehmen. Dann haben wir hier wieder die Feuerstruktur mit drin. Und das da hinten ist ja in den Tiefen. Das heißt, hier haben wir entsprechend noch die Zeichnung drin. Tiefen können wir auch noch ein bisschen aufhellen, dann können wir hier noch ein bisschen gegenregeln und dann passt das schon soweit. Dann gehe ich immer mit der Klarheit noch ein bisschen hoch, dann bekommst du hier hinten auch wieder noch ein paar mehr Kontraste. Und was ich natürlich möchte, dass das Feuer richtig intensiv wirkt. Ja, das ist schon schön scharf und man sieht auch die ganzen Strukturen, aber da kann noch ein bisschen Klarheit mit reinkommen. Und das will ich aber selektiv anwenden hier auf das Feuer. Und dazu nehme ich hier den Korrekturpinsel, klicke da drauf. Dann siehst du hier die Einstellungen. Es muss ein Regler, muss ein bisschen verschoben sein. Und dann kannst du hier mit dem Mausrad zum Beispiel einfach drüber malen, welchen Bereich du hier bearbeiten möchtest. So, das Ganze wird jetzt etwas aufgehellt, weil die Belichtung hier hochgezogen ist. Das wollen wir natürlich nicht. Dazu aber gleich mehr. Du kannst hier auch die Überlagerung anzeigen. Das heißt, hier alles, was rot ist, wird jetzt entsprechend bearbeitet. Falls du irgendwo drüber hinaus gemalt hast, ja, kannst du mit gedrückter Alt-Taste hier das einfach wieder entfernen und zurücknehmen. Also wie eine Maske. Ja, und wenn du Alt-Taste gedrückt hältst und dann mit dem Mausrädchen, dann veränderst du die Größe dieses, ja, ich nenne es mal Radierer, der die Maske zurücknimmt. So, machen wir hier die Ränder noch ein bisschen sauber. Dann blenden wir das wieder aus und dann nehme ich hier die Belichtung runter und gehe dafür hier mit der Klarheit noch ein Stück hoch. Wenn du zu hoch nimmst, kann es sein, dass dir ein paar Stellen ein bisschen absaufen oder sowas, deswegen hier, ja, gehe ich einen Wert von etwa 40. Hier gehe ich auch auf jeden Fall mit der Schärfe noch ein bisschen hoch, weil ich ja hier das Hauptelement haben will. Was ich auch machen kann, ich kann hier über Stefan noch ein bisschen drüber gehen, dass der auch etwas abbekommt noch. So, das dazu, dann kann ich hier einfach wieder auf den Pinsel klicken, dann ist das Ganze weg. Und was wir noch machen sollten, ist das ganze Bild etwas schärfen. Das geht hier unter den Details. Hier kannst du mit gedrückter Alt-Taste das Bild in Schwarz-Weiß anzeigen, sodass du dich auf die Schärfe konzentrieren kannst und nicht von den Farben abgelenkt wirst. Der Maskiermodus, den kannst du auch mit Alt-Taste hier ein bisschen einstellen, dass du siehst, was Weißes wird geschärft und was Schwarzes bleibt ungeschärft. Radius und Details nehme ich ein bisschen runter. Und was wir jetzt das Problem haben, durch die ISO 1000 haben wir hier extremes Rauschen drin, weil ich ja hier oben die Belichtung wahnsinnig hochgezogen habe. Das heißt, wir gehen hier einfach her und nehmen die Rauschreduzierung runter, auch hier mit gedrückter Alt-Taste einfach drauf gehen. Dann wird das Ganze in Schwarz-Weiß angezeigt. Wenn du zu weit hoch gehst, hier mit der Rauschreduzierung, hast du zwar das Rauschen weitestgehend weg, aber du siehst, dass die Struktur in der Flamme hier einfach verloren geht.
Und das wollen wir nicht, deswegen hier das Rauschen lieber ein bisschen drin lassen und dann die Schärfe behalten. So, und das war's dann auch schon. Ich schneide das Ganze noch ein bisschen zu, gehe hier oben etwas näher ran. Unten können wir am Bein ein bisschen abschneiden. So in die Richtung. Dann spuckt er wirklich ins Bild hier rein von hier links unten. Goldener Schnitt hier unten. Geht die Flamme eben ins Bild rein. Und wenn du willst, kannst du dann natürlich auch noch bei über die Effekte so eine leichte Vignette hinzufügen, um den Blick noch ein bisschen mehr aufs Feuer zu lenken. Und das war's auch schon. Ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können aus dem Video. Und wenn du Fragen noch hast dazu oder Anmerkungen, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich über deinen Beitrag und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.